Hallöchen, liebe Freunde, willkommen zurück zu den VGC Battles hier auf dem bewerteten Battlespot mit mir, Sephiron, und heute spielen wir gegen James, der ein interessantes Team mitgenommen hat. Magnezone? Okay. Magnezone könnte gefährlich werden unter Umständen, vor allem gegen Vulnora, wenn es geskraft ist oder so. Kabukime sieht ein Magnezone auch nicht gerne. Magnezone ist ziemlich gut im aktuellen Meta. Beziehungsweise Post-Bank-Meta. Aber ich sehe, er hat auch andere Sachen dabei, wie zum Beispiel ein Chansey. Und das ist ein bisschen problematisch, denn mein Lucario ist speziell. Deswegen ist das schon mal nicht unbedingt die richtige, ne, der richtige Play so. Die Frage ist, womit leadet er? Wird er, Alter, Tapu Bulu mit Chansey. Wenn das Ding Recovery kriegt, oh mein Gott, wird es ekelhaft werden. Okay, ich leade wie immer mit Vulnora und Aerodactyl. Kapukime kommt mit. Slimog könnte vielleicht für Tapu Bulu. Ich bräuchte eigentlich schon Voltenso, ne? Ich müsste Voltenso eigentlich schon mitnehmen, so. Kapukime ist halt super. Ah, scheiße. Kapukime ist halt super für Blaziken. Und Blaziken kann sehr schnell, sehr einfach sweepen. Aber in Ordnung. Oh je, Kapukime ist schon sehr wichtig für unser Team. Ohne Kapukime fühle ich mich definitiv nicht allzu sicher, aber in Ordnung. Ich hoffe, dass wir keine Missplays, allzu großen Missplays machen. Kaputuro und Metagross, ja. G fucking G, mein Freund. Und da haben wir auch schon das Problem. Es könnte mega Metagross sein. Es könnte mega Metagross sein. Ich glaube tatsächlich, dass es Ich glaube wirklich, dass es mega Metagross sein wird. Okay, ich predikte jetzt einfach mal einen Bullet Punch. Und hoffe, dass der Z-Move reicht, um das Tapu Bulu rauszunehmen. Oh mein Gott, wurde zurückgerufen. Oh, no way. Das resistet meinen Z-Move vierfach. Nice. Oh je. Das ist gar nicht gut. Ich habe ehrlich gesagt keinen Grund gesehen. Ja gut, ich meine, ich hätte einen Flug-Move machen können, ja. Und hätte outspeedet. Ja, stimmt. Er resistet beide meine, ne? Er resistet die Stahl- und die Flugattacke vierfach mit Magnezone. Oh je. Da hat er auf jeden Fall den richtigen Play gemacht. Holy shit, Alter. So, da kommt der Sternhieb. Er geht sogar für den Sternhieb. Wow. Hot damn. Dead damage, Freunde. Dead damage. Ich weiß gar nicht, was ein größerer Threat ist. Sein Magnezone oder sein fucking Mega. Metagross. Alter, Mega Metagross. So stark gerade. Die Stahl-Pokémon wrecken mich gerade, ne? Im letzten Part, im letzten Battle war es Shirox und jetzt ist es fucking Megameter groß und Magnezone. Er kann halt auch einfach Lichtkanonen, ne? Das ist halt das Problem, aber ich habe nichts für Stahl-Pokémon, ehrlich gesagt. Well, okay.
Dann hoffe ich, dass Metagross oder irgendjemand jetzt flincht. Damit Sparky seinen Hitzekoller rausbekommt. Nope. Oh mein Gott, ich wäre ab. Oh mein Gott, okay. Please and thank you, Bro. Please and thank you, Bro. Mit dem Hail Damage wird Metagross auf jeden Fall mit einem weiteren Dingens verrecken. Und zwar elendig, mein Freund. Außer er geht jetzt für den Bullet Punch. Oh, scheiße, das Terrain. Der Bullet Punch, mein Freund. Der Bullet Punch. Der Bullet Punch könnte mich jetzt aus dem Leben knocken. Weil wir haben gesehen, dass Xerox mit Life Orb hat ja auch schon gereicht, ne? Egal, ich double mal das Metagross und gehe für den Steinhagel. Bruh, verfehlt mein Voltenso. Ich bin zwar auf minus 2, aber ehrlich gesagt auch nur noch auf minus 1, weil er hat, ne, mit dem Elektro-Move mich wieder ein bisschen hochgeboostet. So, jetzt ist die Frage. Da kommt ein Patronenhieb auf Aerodactyl. Und ich überlebe natürlich nicht, weil ein Megameter groß kann mit einer Prio-Attacke mein fucking Aerodactyl one-shotten. Und das ist gar nicht OP, Freunde. Das ist nicht OP. So, jetzt bin ich auf minus 3. Jetzt ist Sparky auf jeden Fall gar nichts mehr wert. Und sein Magnezone ist auf jeden Fall Scarf oder Spex. Eins von beiden. Könnte sogar Spex sein. Deswegen muss er rausswitchen und geht nicht auf Wallswitch. Na gut, nee, Wallswitch geht ja gar nicht. Aber er könnte auch Lichtkanonen. Okay. Ich kann rein mit Vulnona. Die Frage ist jetzt. Er kommt mit Logok rein. Das ist gut. Logok outspeedet mein... Ne? Outspeedet nicht. Okay. Logok wird wahrscheinlich protecten. Wird Logok protecten? Ja, Logok wird wahrscheinlich protecten. Deswegen gehe ich mal für einen Wall-Switch. Mit dir, meine kleine Süße. Ich würde unglaublich gerne für einen Blizzard gehen, aber ich muss fast für einen Aurora-Schleier gehen, ne? Ja, ich muss für den Aurora-Schleier gehen. Ich muss noch ein bisschen Bulk bekommen. Please and thank you, my friend. Da wäre nämlich super krass der Blizzard einfach resistet worden. Und da kommt der Protect. Dankeschön. Danke, danke, dankeschön. Das war richtig schön. Muah. So, der Wall-Switch kommt rein. Das ist gut. Magnezone kriegt Chip-Damage. Ich komme raus. Kann zu Slimog rein. Kann mit Steinhagel pressern und in der nächsten Runde Vulnona rausswitchen, um die Lichtkanone zu tanken. Ich habe Offensivweste, ich resiste. Ich tanke auf jeden Fall eine Lichtkanone. Und noch besser, einen Donnerblitz tanke ich ebenfalls. Ne, aber für Donnerblitz wird er niemals gehen. Jetzt ist nur die Frage, was macht er mit Logok? Logok ist halt schon ein Threat, ne? Logok ist der Threat gerade. Ich kann nichts gegen Logok tun. Ich habe gar nichts für Logok. Und Sparky outspeedet ihn leider nicht mehr. Das Einzige, was ich machen kann, ist für einen Gift-Hieb zu geben. Was hat er in der Hinterhand? Ah, sein Tapu-Bulu. Okay, dann will er definitiv nicht da drauf gehen. So, ich habe den Aurora-Schleier oben, ich habe Offensivweste und ich resiste den Donnerblitz, die Lichtkanone und immunisiere den Donnerblitz. Von daher, alles cool. Steigerungshieb auf Voltenso. Okay. Lichtkanone. Kann ich das überleben, Bro? Come on.
No way! War das ein Crit? Nein. Wow, wegen dem Steigerungshieb nicht überlebt. Aber in Ordnung. Der Gifthieb ist Stab, macht einiges an Damage. Kann ich eine Poison kriegen? Jawohl, dankeschön. Du stehst unter einem Timer, mein Freund. So, es hört leider auf zu hageln. Ah, das ist cool, weil Volnona kommt jetzt rein und holt den Hagel wieder raus. Warte, hast du Überreste? Lol, Überreste Logok. Okay. Ah, ich hätte gerne mit Sparky noch einen Hitzekoller rausgedroppt. Auf dieses lustige Pokémon da. Das Problem an der ganzen Geschichte ist jetzt, dass die Lichtkanone trotzdem vierfach effektiv trifft. Auch wenn ich einen Aurora-Schleier habe. Vor allem mit Analyse und Specs oder so wird das easy reichen. Das heißt, ich muss jetzt so krass schnell wie es geht Magneson rausnehmen. Logok könnte vielleicht protecten. Ich gehe mal für einen Blizzard, einfach um den Kingstein vielleicht zu triggern. Mal schauen. Oh mein Gott, Leute. So, Logok kann mich nicht one-shotten. Ich habe Aurora-Schleier draußen. Er ist auf plus 1, aber in Ordnung. Flareblitz. Ah, Flareblitz könnte eng werden. Ehrlich gesagt. Flareblitz würde mich, glaube ich, umbringen. Er geht wieder auf den Steigerungshieb. Okay. Alright. So, Volnona kommt mit Blizzard. Ich treffe beide, logischerweise. Kingstein dürfte etwas flinchen. Der Freeze. Oh mein Gott, du bist... Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das perfekt. Oh mein Gott, ich glaube... Oh, dieser Freeze hat richtig gemattert. Es war der Walschal, deswegen outspeedet er auch mein fucking Slimog, Alter. Ja, ich hätte eine Chance gehabt, ihn da zu flinchen, hab ihn aber gefreezed, was noch besser ist. Und Logok dürfte bald mal sterben. Ne? Kannst du mal, please... Ja, Logok macht nichts mehr. Ich kann einfach Shadow sneaken, wenn er das überlebt. Er überlebt es. Ah, der Hail hat leider nicht gereicht, ne? Tapu Bulu hat er nur noch. Und ich treffe 100%. Und der Blizzard... Okay, ich habe gewonnen. Shadow Sneak tötet Logok. Er kann nicht protecten, weil wenn er protected, stirbt er wegen Gift. Also er stirbt so oder so wegen Gift. Er muss jetzt noch irgendwie angreifen. Das heißt, ich kann Schatten stoßen, ihn rausnehmen. Der Blizzard wird nur auf Tapu Toro gehen und wird ihn wahrscheinlich aus dem Leben schlagen. Da müsste jetzt was ganz Krasses passieren. Da müsste er jetzt einen Z-Move droppen, um mich irgendwie noch überraschen, dass das Game nicht in unsere Hände fällt. So, das war's mit Logok. Logok kann gar nichts mehr tun. Der Blizzard kommt durch. Wir treffen hundertprozentig. Freeze oder Kingstein, Flinch, Chance, nope. Wir töten Tapu Bulu einfach so. Und das war's mit dem Match. Meine Fresse, James. Das war ein gutes Match, mein Freund. Yo, der Freeze hat richtig gemattert, Alter. Obwohl, ich meine, das Ding ist, ich hatte Aurora-Schleier draußen immer noch. Und ich hätte Tapu Bulu einfach mit einem vierfach effektiven Gift-Hieb zerstören können. Und ich hätte... einen Hieb von Logok getankt, locker. Naja gut, er war auf plus 2, ne? Aber dennoch, mit Aurora-Schleier wäre er dann wieder neutral gewesen und mit einem Hit killt er mich nicht. Die Frage wäre nur, hätte Kapu Toro mich outspeedet? Und wenn ja, was hätte er gemacht? Holzhammer wird resisted, Senkkopfstoß wird immunisiert, Steinkante hätte Damage machen können tatsächlich. Das hätte Damage machen können. Ja. Spannendes Match, Leute. Spannendes Match. Okay, wir sind fast wieder auf 10, oder? Sind wir fast wieder auf 10? Wir sind auf 10. Wir sind gerade von irgendwie 5 oder 6 Wins auf 10 Wins gekommen. Einfach nur mit diesem Team, Alter. Unglaublich. Unglaublich. Indiana. Bobby aus Indiana. Okay, dann probieren wir es mal gegen Bobby. Vielleicht kriegen wir wieder ein Plus-Ranking. Interessant. Mimikma. Porygon. Dann haben wir Brokkolos. Er hat ein Sandsturm-Team? Warum hat er den Sandsturm?
Das macht für mich null Sinn. Sein Rotom noch sein Käferfee? Keine Ahnung, was das war. Weder noch profitieren davon. Okay, Sparky könnte von Nutzen sein gegen Rotom. Ja, definitiv. Vulnona ist in diesem Battle gar nicht mal so gut. Zumal das blöde Käferwasser-Pokémon einen ziemlich guten Spätz-Dev-Wert hat. Ich glaube, Vulnona lasse ich heute tatsächlich mal zu Hause. Und Lide mit Kapukime und Aerodactyl. Um so ein bisschen die Elektroattacke zu baiten. Lucario wäre auch noch ganz gut. Vor allem für... Lucario wäre gut. Aber in Ordnung, Leute. Lasst uns das... den heutigen Part mit unserem Master-Team abschließen. Die Pokémon, die heute 4 Wins oder 5 sogar eingeheimst haben, die haben absolut großen Respekt verdient, Freunde. So, da kommt der Barbie. Barbie Bitch. So, Mimikma und Brokkolos. Okay. Gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Lehmbrühe ist hier auf jeden Fall super. Die Lehmbrühe ist hier super. Und der Steinhagel ist hier auch super, um ehrlich zu sein. Ich könnte hier tatsächlich mal Gebrauch von meinem... Ja. Weißt du was, mein Freund? Ich gehe mal für ein Gedankengut. Und für den freien Fall auf Mimikma. How about that, my bitch? Brokkolos? Bitch! Ich wusste es! Get predicted! Read like a book! Bruh! So, einmal in die Lüfte und einmal das Gedankengut. Bruh! 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 No chance. Leute, heute sind wir gut dabei, Alter. Also heute klatscht's richtig hier auf dem Battlespot. Holy shit! Okay, mit diesem Play haben wir fast schon gewonnen, Alter. Ich glaube nicht, dass mein Gegner sich davon noch erholen wird. Das war ein richtiger harter Schlag in die Fresse. So, jetzt droppe ich mal eine Lehmbrühe, weil Mimikma wird gleich vom Himmel droppen und Brokkolos kann nicht mehr protecten. Und das ist ein Plus, eine +2 Lehmbrühe. Es ist zwar im Sandsturm, dennoch wird es einiges an Damage machen. Jetzt bin ich gespannt, ob Brokkolos einfach für eine Steinkante auf Aerodactyl geht. Wird er wahrscheinlich gezwungenermaßen machen. So, da kommt der Boy. Boots! Droppt mal Mimikma to the floor. Der konnte in der letzten Runde keinen Schwertanz aufsetzen. Und jetzt ist die Disguise aufgedeckt. Gucken wir mal, was jetzt passiert. Die Lehmbrühe kommt durch. Brokkolos wehrt die Attacke ab. Come on! Come on, Bro! Oh, der Rambus. Come on, Bro. Warum? Warum wehrst du wieder ab? Oh, bizarro Raum. Oh je. Ja, das war nicht so cool, ne? Dass das Ding jetzt abwehren musste unbedingt. Das ist jetzt... Oh dem. Der bizarro Raum. Der könnte mich zerstören. Ich habe, glaube ich, ein bisschen zu früh gejubelt. Aber, okay, um ehrlich zu sein, naja, ne, unser hier Slimog ist relativ slow, ist nicht das allerschnellste Pokémon und, ne, theoretisch müsste ich mit Slimog alles outspeeden. 70, 100. Ja, Slimog freut sich. So, jetzt ist die Frage, ehrlich gesagt... Ich kann einfach weiter für eine Dingens gehen. Schattenstoß, ne, macht nicht wirklich viel Sinn. Gift-Tip wird resisted, genau, Abschlag. Den Abschlag können wir mal machen, Freunde. Den Abschlag können wir mal machen. Er ruft Brokkolos zurück, oh mein Gott. Aranestro. Ha, GG. Ja, das war's mit deiner Offensivweste, mein Freund. Zack. Oh, hä? Er hat einen Z-Move. Er hat einen Z-Move auf dem Ding. Aranestro.
Jo, kannst du mal aufhören zu messen, bruh? Nee, aber jetzt mal ohne Spaß. Kannst du mal aufhören? Ohne Spaß. Ich habe noch nie eine Lehmbrühe. Ich habe noch nie eine Lehmbrühe mit beiden Pokémon getroffen. Mit einer Lehmbrühe. Noch nie. Ich verfehle gerade die ganze Zeit. Holy damn, Alter. Das Ding ist, durch das ich den Bizarro-Raum am Start habe, kann ich nicht unbedingt raus-switchen zu meinem Sparky. Manditea. Wird von beiden resisted. Soll ich für ein Protect gehen? Ich gehe mal für ein Protect. Und mit dem Guy, warte mal, Aranestro würde sehr effektiv getroffen. Gift Heap trifft wiederum Manditea sehr stark. Was mache ich an der Stelle? Ich gehe für einen Steinhagel, weil ich einfach Manditea flinchen könnte. Ne, Aranestro wird das nicht so gut tanken. Schauen wir mal. Er geht für den Z-Move, okay. Bitte auf Kapukime. Der Z, der Wasser-Move, ja, nee, er geht nicht auf Kapukime. Er geht leider nicht auf Kapukime. Oh mein Gott, ich glaube, das ist der stärkste Scheiß-Move, den es gibt. Und, nope, das one-shottet meinen scheiß Slimog einfach so. Krass. Und er hat eine Umkehrung Manditea am Start, der Boy. Das Ding ist, er hat immer noch Brokkolos. Ha. Oje, jetzt wird's prickelnd. Kann der Bizarro-Raum sich mal verpissen? Ja, ich habe nur noch Voltenso. Voltenso stirbt mit einem Aquadurchstoß. Krass, Alter. Dieser Bizarro-Raum fickt mich jedes Mal. Er hat noch zwei Runden Bizarro-Raum sogar. Krass. Hotdammit, Alter. Ich hab verloren, wegen dem blöden Bizarro-Raum, Mann. Warte, er geht auf... Kime? Okay, er doppelt mein Kapukime. Ja, Mann, ja, ich kann nichts mehr gegen Brokkolos machen. Leider. Alter, Aranestro, Mann. Heftig. Das Ding ist, er kann jetzt eine Umkehrung, eine weitere droppen. Also, ne, er ist jetzt auf plus 2, er outspeedet mich mit beiden Pokémon. Na, schade. Ah, ich hasse Bizarro-Raum. Warum müssen Bizarro-Raum-Teams immer so krass sein, Mann? Mimikma in VGC will immer Bizarro-Raum-Setupen. Warum kann ich mir das nicht merken? Ich habe jetzt schon 2 oder 3 Mal gegen ein dreckiges Mimikma verloren. Anyways, wir haben eine gute Streak gehabt, Freunde. Sie endet leider jetzt wegen Bizarro-Raum mal wieder. Du gehst für... Okay, das überlebe ich aber. Aber Manditea outspeedet natürlich. Ah, Bizarro-Raum ist so stark einfach nur. Ich dachte mir so, hä, was willst du mit Sandsturm, Alter? Dabei ist es ein fucking Bizarro-Raum-Team. Ja, hätte ich verhindern können. Hätte ich einfach verhindern können, indem ich Mimikma eben nicht aufsetzen lassen hätte, lassen sollen, tun, machen. Naja. Schade. Ja, Mimikma kriegt eben immer einen Bizarro-Raum raus, ne? Immer. Mimikma kriegt immer einen Bizarro-Raum raus, außer...
Du outspeedest mit beiden Pokémon und one-shottest ihn einfach. Dann nicht. Aber sonst kriegt Mimikma immer einen Bizarro-Raum raus. Wie könnte man das unterbinden? Knochenramm, Knogger, ja, okay. Schwebe durch Pokémon. Gibt es Skelabra? Skelabra. Geht Schwebe durch die Fähigkeit? Müsste, oder? Oder nicht? Wäre eine interessante Frage. Anyways, Freunde, es waren gute Battles, das kann man definitiv nicht verneinen, auch wenn wir das letzte leider verloren haben, wegen eines Bizarro-Raum-Teams. Wir werden zurück sein in ein paar Tagen mit wahrscheinlich einem neuen Team. Vielleicht werde ich noch eins... Nee, das war's. Ich glaube, das war's mit dem Team. Ja, ab dem nächsten Battle oder ab dem nächsten Part werden wir wieder ein neues Team haben. Ich hoffe, genauso stark, genauso viable. Aber ihr merkt einfach, Kapukime, Slimog haben unglaublich viel Arbeit gemacht. Sie haben einfach ziemlich alles gecountert und alles gerackt so. Und wenn du dann noch ein Aerodactyl hast, was ebenfalls einen krassen Job macht mit Steinhagel und ein Alola Vulnona, was immer gut ist, dann, naja, dann gewinnst du eben auch das eine oder andere Battle. Freunde, das war's. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann lasst einen Daumen da. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei den VGC Doubles auf dem Battle Spot. Mit mir, Sephiron. Bis dann.